Jetzt sind wir wieder auf meiner Route und das ist auch der Ostseeradweg, die Nummer 5 irgendwie. Wir bleiben jetzt auf der, fahren so ein bisschen die Südküste von Seeland lang und heute dürfte auch nichts weiter kommen. Ich habe mal grob auf die Karte geguckt, da war jetzt bei mir nichts eingezeichnet, außer es kommt natürlich wieder was irgendwie am Wegesrand, was ich nicht wusste. Ja, das Wetter ist nicht so toll. Die ganze Nacht hat es geregnet. Und heute Morgen auch. Aber was soll's. Wir sind ja gerüstet. Und darauf vorbereitet. Oder haben es geahnt. Was auch immer. Pünktlich zur Sommerzeit kommt auch die Sonne raus. Komischerweise. Wir sind jetzt gerade auf so einem Bahntrassenradweg. Ach, wie ist er denn? Rotsporet oder so. Und da kommt in ein paar Kilometern schon ein Schelde. Mit einer richtigen festen Toilette. Also einen kleinen Waschraum. Da gucken wir jetzt erstmal vorbei. Das ist jetzt ein bisschen weiter nördlich von meiner Route, aber auch nicht so weit. Und wenn der nichts ist und es nicht gefällt oder so, kommt ein paar Kilometer auch wieder einer. Da ist mir ein Fasan auf dem Feld. Das sieht man natürlich jetzt nicht. Ich habe gesehen, da läuft er. Gut, fahren wir erstmal bis dahin und schauen uns das an. Heute ist ja wieder länger hell. Deswegen haben wir heute auch wieder ein bisschen länger geschlafen, wegen dieser Sommerzeit. Eigentlich ein schöner Platz, liegt hier auch direkt am Radweg. Bloß die Toilette ist verschlossen. Das ist hier so eine feste. Ja, die machen erst alle ab 1. April auf. Holz wäre sogar da. Sogar ein bisschen kleines. Ach man. Jetzt gucke ich nochmal schnell auf die Karte, wie weit der andere ist. Und naja. Wasser gibt es ja natürlich jetzt auch nicht, wenn die Toilette zu ist. Da. Winterlucket. Nee, kein Wasserhahn. Naja, wir gucken jetzt erstmal auf die Karte. Da ist der Wasserhahn. Und der jetzt geht. Die Flaschen sind aber voll. Aber meist ist das ja gekoppelt. Nein. Da geht gar nichts. Ja, wir fahren weiter. Der nächste ist ja gar nicht so weit entfernt. Ungefähr 7, 8, 9, vielleicht 10 Kilometer. Der liegt auch auf dem Radweg. Nee, nicht an den. Oder doch vielleicht an den, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht er da vorne eine Biegung. Auch noch ein Bahntrassenradweg. Und da liegt er direkt dran. Und so wird es gemacht. Wenn da kein Wasser ist, steht dabei, ist bei der Kirche gleich um die Ecke, vielleicht ein paar Meter entfernt, eine Toilette mit Wasser. Da haben wir da was. Irgendwie stand mein Kommentar, dass sie den Wasserhahn zerstört haben. Naja, vielleicht haben sie schon mittlerweile repariert und da sind auch zwei Schellen. Schön gemacht, hier direkt am Radweg. Gute Idee. Ja, und das ist der andere Bahntrassenradweg. Da drüben ist der. Der kommt hier drauf. Stand jetzt aber nichts dran, wie er heißt. Ist ja auch egal. Und hinter uns war ein kleines Örtchen. Und da habe ich noch schnell eingekauft. Alter, ist der Bock wieder voll und schwer. Wahnsinn. Ja, und jetzt haben wir es noch
zwei, drei Kilometer sind wir da. Und da wollen wir nicht mal ein Feuerchen wieder machen. Da kann ich nämlich das ein bisschen brutzeln, was ich gekauft habe. Und eine Zucchini, die wird draufgelegt auf den Grill. Ein bisschen Kartoffelsalat. Das wird schon schmecken. Das Feuerchen ist schon entfacht. Hier gibt es auch ganz viel Holz. Und hier haben wir schon unser Lager aufgebaut. Die Planen kommen noch davor, weil es zieht immer noch so ein bisschen. Und wir haben es auch gar nicht so warm. Na, korrigiert es sich? Ne, 4 Grad steht bei mir. Okay. Ne, da ist es 1,9. Da brauchen wir so ein bisschen. Und heute gibt es nur gute Sachen. Das lege ich alles schön auf den Grill drauf. Das reicht natürlich für 2 Tage. Also so verfressen bin ich nicht. Auf geht's in eine weitere Runde. Wir bleiben auf dem Bahntrassenradweg. Der führt dann zu einer größeren Stadt. Und dann komme ich dann wieder auf meine Route. So machen wir das auch. Haben leichten Rückenwind. Ab und zu scheint mal die Sonne, da wird es auch warm. Heute Nacht waren es wieder minus 1-2 Grad. Sollen es morgen auch nochmal werden. Und wir fahren heute wahrscheinlich nur bis zu dem einen Schilderplatz, wo wir den ersten Tag auf Seeland gewesen waren. Ja. Da ist Wasser, es trägt am Fjord. Da war es richtig wunderschön. Und vielleicht machen wir morgen dann noch einen Pausentag. Wir haben jetzt wieder mehr Freizeit. Sonst sind wir dann gleich auf Halste. Ja, das bringt nicht viel. So werden wir es wahrscheinlich machen. Heute kommt noch nichts weiter, was wir uns anschauen. Das kommt dann erst, wenn wir von dort weiterfahren. Da sind dann die Megalithgräber, die wir dann auch da gesehen haben. Und noch ein paar andere. Und dann müssen wir gucken, wie wir es weitermachen. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Tage noch Zeit oder so. Ja. Es ist noch kühl, aber wenn die Sonne rauskommt, die heizt doch ganz schön. Da ist sie, die Gute. Ja, auf dem Radweg macht es auch richtig Spaß. Lässt sich ganz einfach fahren. Wunderbar. Mal sehen, wie viele Schilderplätze hier noch kommen. Also ich wüsste jetzt keinen, aber ich denke mal, 1, 2 sind bestimmt noch auf der Bahnstrecke. Gestern neben uns war auch noch einer gewesen, aber ich glaube, der hat zum Dorf gehört. Ich weiß nicht, ob der für die Öffentlichkeit zugänglich war oder ob der so erlaubt war. Hier sind zum Beispiel schon wieder Sitzbänke. Haben sie schön gemacht. Ja, ist jetzt kein richtiger Schilderplatz, aber halt ein Rastplatz, ein Spielplatz. Da ist einer. Ha, ha, ha. 4 Schilder. Und mit Toilette und Wasser, genau. Und ganz, ganz viel Holz. Also das haben sie richtig schön gemacht. Das ist Wahnsinn. Wenn sie sowas bei uns mal machen könnten, gerade an dem Flussradweg, an den großen. Nee, es fällt den Leuten nicht ein. Naja. Deswegen sind wir ja hier. Und da ist der nächste Schilderplatz. Aber auch richtig schön gelegen. 2 Stück sehe ich. Sitzgruppe, Wasserhahn. Toilette, denke ich. Ist auch irgendwo. Ja, da hätte man gut gestern weiterfahren können. Hier ist die Toilette, siehst du? Bisschen abseits. Ach, ist das schön. Da macht es gerade richtig Spaß. Ah, das hat, glaube ich, schon 1000 Mal gesagt. Ja, und das ist die Stadt hier, in die wir kommen. Nestwett. Und dann sind wir gleich wieder auf unserer Route.
Ja, ihr seht richtig, es schneit Ende März in Dänemark. War aber angesagt. Wir haben uns hier gerade noch ein bisschen aufgewärmt, Kaffee getrunken, Hamburger gegessen. Und jetzt müssen wir noch einkaufen und dann geht es da hinten ans Fjord. Irgendwann in 10, 15 Kilometern. Überall sieht es düster aus. Mal ein kleiner Flecken mit Blau. Ansonsten schneit es mal. Vorhin kam ein bisschen Hagel runter. Aber unser Platz ist jetzt nicht mehr weit. Das stört uns nicht. Da hinten sieht man es richtig, wie es runterkommt. Schnee. Auch nicht schlecht. Jetzt die Nacht wieder kalt und morgen soll die Sonne scheinen. Ja, morgen machen wir den Pausentag. Vielleicht können wir mal so ein bisschen ins Wasser und irgendwas erledigen, was wir so auf der Liste haben. Ja, da sind wir wieder. Im Februar war das unser erster Lagerplatz auf Seeland. Und ich glaube jetzt, im März, ist es unser letzter auf Seeland. Guck mal, wie herrlich da hinten die Sonne untergeht. Bis jetzt hat es gerade immer eine Mischung aus Graupel und Schnee. Und dann Sonne, also typisch April und im März. Und hier wird schon alles richtig grün. Die Blätter sprießen. Ja. Der Fix richtet ein. Und hat, glaube ich, dort hinten 6 Kilo Süßigkeiten gestapelt. Du sollst nicht. Und sagt dann, ich soll nicht frech sein. Ach, und was ich euch auch zeigen muss. Als wir im Februar hier waren, war ich ja hier unten an dem wunderschönen Steinstrand spazieren und habe einen Haufen Steine gesammelt. Ja, der ist gerade nicht da. Der ist überflutet. Auch nicht schlecht. Fjord hat Hochwasser. Die Schwäne kommen. Sieht das herrlich aus. Ja, gerade noch schön die Sonne gesehen. Und was ist jetzt? Es schneit, wie ihr seht. Wahnsinn. Wollen wir mal langsam unseren schönen Schlafplatz oder Daueraufenthaltsplatz verlassen. Wir waren nämlich jetzt 3 Nächte. Also 2 Tage und 3 Nächte. Ersten Tag hat richtig schön die Sonne geschienen, konnten auch wieder viel aufladen über die Solarpaneelen. Ja, gestern war es halt windig und heute hat es geregnet bis vorhin. Jetzt machen wir uns einfach weiter Richtung Falster. Es würden jetzt auch ein paar Megalithgräber eigentlich dazwischen sein. Aber das sind noch schlimmere Wege, wo man lang müsste, wie der hier. Und das lassen wir einfach jetzt. Wir fahren vorne wieder auf die Hauptstraße. Wir wollen jetzt keinen Matsch haben. Da vorne ist wieder das Natursender. Da füllen wir erstmal wieder Wasser auf. Und dann sind wir wieder drüben auf Falster. Kann man es ja schon sehen. Und morgen müssen wir dann bei Geza sein, weil dann die Katrin mit der Fähre wieder nach Rostock fährt.
Und ich muss dazu sehen, wie ich irgendwie weiterkomme. Die Route steht zwar schon, aber ich muss mal gucken, ob ich die vielleicht ändere. Es war eigentlich geplant, dass ein paar Sachen dabei sind, die ich ganz genau nicht kenne. Und Riebe zum Beispiel, aber Riebe hat eh noch nicht auf das Wikinger-Sender. Oder das Wikinger, mal sehen, was das ist. Ja, müssen wir mal gucken. Oder muss ich mal gucken? Nicht wir, da bin ich wieder allein. Ach, hier ist richtig schön. Hat Spaß gemacht, 2 Tage Auszeit. Ja, die haben wir jetzt halt nur übrig. Wenn wir es vorher gewusst hätten, hätten wir noch die anderen Stellen mitnehmen können. Aber ist ja auch jetzt egal. War ja auch so schön. Einfach nur rumzulungern. Sowas kann man sich halt auch nur leisten, wenn man lange unterwegs ist. Also bei so 2-3 Wochen Urlaub könnte ich das auch nicht machen. Also alles schön. So fetzt das. So macht es auch richtig Spaß. Ohne Druck und ohne Zeitplan. Hast du nicht gesehen. Gut. Jetzt fahren wir erstmal wieder nach. Oh, wie heißt denn? Boddingburg oder so ähnlich. Und dann kommt ja schon die Brücke. Hier nochmal eine Bank. Ich glaube, man kann hier sogar überall zelten, denke ich mal. Das würde keinen stören. Gestern waren noch ein paar Studenten da. Die haben unten was gebrutzelt. Haben sich aber irgendwie alle in Englisch unterhalten. Weiß nicht, ob das eine Austauschgruppe war oder sowas. Die sind aber da verschwunden, wo es kalt wurde abends. Ja. Jetzt machen wir uns erstmal vorwärts. Ja, das sind hier die Gräber, die wir am Anfang von Seeland gesehen haben. Aber es ist wirklich noch schlimmer als wie beim letzten Mal. Kann man es nur von hier begutachten. Haben ja auch etliche schöne gesehen. Da fährt der Zug. Und da sind wir schon wieder auf der Brücke. Hinter uns ist noch eine kleine Insel, so eine vorgelagerte. Kommt da noch eine kleine Brücke. Und da ist es halt wieder feinste. Da blühen sie eifrig, die Osterglocken. Nächste Woche ist ja auch, glaube ich, schon Ostern, wenn ich mich nicht irre. Ja, die soll es auch rausgekommen. Warm ist es eigentlich, relativ windig, ja, wie immer halt. Und wir fahren jetzt zu dem Shelter hin, den wir am 2. Abend hier auf Falster gehabt haben. Weil ich glaube, das ist der einzigste, der kostenlos ist. Alles andere wird jetzt Geld kosten. Und die Wasserhähne sind ja sowieso noch 2 Tage zu und alles. Ach, das sehen wir jetzt auch nicht ein, dass wir dafür Geld bezahlen. Ja, da blühen sie. Jetzt wird es langsam Zeit für Frühling. Endlich. Ja, die letzte Nacht für mich im Shelter. Hier waren wir ja schon mal. Vögel zwitschern, alles ist aber. Und die ganzen kleinen schwarzen Erdhaufen, die ihr hier seht, das ist von Waldmäusen. Hat man gestern Abend sogar eine im Shelter. Erst wollte sie mir an meinem Essen gucken. Und dann ist sie sogar an meinen Fuß gekommen und hat bei mir am Fuß gesessen. Aber der Fix hat sie verjagt, der wollte sie sogar tot machen. Aber der hat sie nicht gekriegt. Und jetzt packen wir schön zusammen, trinken Kaffee. Und dann geht's ab nach Gezer, wo heute Nacht meine Fähre geht. Jo. Ja, der letzte Tag für die Katrin heute. Und dann fährt es mit der Fähre nach Rostock. Wir machen uns jetzt auch bloß bis geht's. Fahren einfach so gut wie möglich geradeaus durch. Ist auch ein bisschen Hauptstraße bestimmt dabei. Laut Routenplanung irgendwas in 34 Kilometern. Ja, deswegen haben wir uns auch wieder ganz viel Zeit gelassen.
haben wir jetzt keine, na, wie sagt man, Zeitnot, Plan oder sonstiges. Kommen du zwischendurch auch nichts? Ich habe jetzt nichts irgendwie in Planung. Naja, deswegen fahren wir durch. Und es ist auch ganz schön warm heute. Nacht war es auch warm, zwar wieder ganz schön windig, aber das stört uns ja nicht mit dem Plan. Und da sind wir in Geetze. Die Katrin holt gerade ihr Ticket. Und vor 2 Jahren, stimmt das? Nee, vor 3 Jahren, 2020 war das gewesen, stand ich hier vor dem Schild und habe gesagt, wenn ich meine große Reise mache, nehme ich Dänemark wieder mit rein. Ja, wie gesagt, so getan. Das ist ganz so lang dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier ist sogar mal die ganzen Euro-Wertos drauf. Ich bin immer stellenweise gefahren. Das ist der Nordseeküstenradweg, also ja, das ist der Nordseeküstenradweg, das war mal der längste Radweg der Welt, glaube ich. Den haben sie aber unterbrochen durch die Fährlinie von Norwegen nach Schottland. Kannst nicht mehr durchgängig fahren. Die gibt es seit etlichen Jahren nicht mehr. Ja, ein paar Stellen kenne ich schon. Ja, das ist alles noch Neuland für mich. Und hier unten natürlich. Und hier. Den Rest bin ich schon ein bisschen alles gefahren. Frankreich noch nicht ganz so viel. Also durch die Alpen. Und wir sind heute, hier ist es sogar eingezeichnet. Von denen sind wir gestartet. Bla 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 bla. Hier Runde. Jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sitze ich hier am Fährhafen in Geetze und die schöne Zeit in Dänemark ist vorbei. Aber ich konnte total an meine Grenzen gehen. Mit dem Rad im Winter durch Dänemark. Wir hatten teilweise Schnee, Eis. Die kälteste Nacht, -7 Grad im zugeschneiten Schelter oder Sturm ohne Ende mit die Berge hoch. Aber ich kann sagen, ich habe vorher nie geübt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin letztes Jahr das erste Mal mitgefahren. Und das schafft jeder. Das schafft jeder. Da muss man kein Sportler sein. Da muss man nie 1000 Jahre Rad gefahren sein. Man schafft es einfach, wenn man sich kein Limit setzt. Ich muss am Tag 150 Kilometer gemütlich fahren, alles angucken, alles genießen und dann kann das jeder schaffen, ob Männlein, ob Weiblein, ob jung, ob alt, ob dick, ob dünn, jeder hat die Chance, das zu erleben. Und ich kann auch jedem nur raten, das mal zu machen, weil das ist so ein Wahnsinnsgefühl von Freiheit. Man fährt früh los am Schalter, man weiß gar nicht, wo man abends ist, wo man am nächsten Tag ist, das ist einfach Freiheit pur. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil ich bin auch schon ein bisschen traurig, Skandinavien jetzt zu verlassen und wieder nach Hause zu fahren. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Da hinten fährt sie. Ich bin jetzt einfach nur schnell zurück zu den Almschelde bei Geetze. Ich weiß aber nicht, wie man die buchen kann. Als Einzelperson, das geht irgendwie nicht. Ich bleib jetzt einfach hier und wenn morgen jemand kommt, gebe ich halt Geld in die Hand. Eigentlich wollte ich hier die Nacht durchfahren, aber es hat schon hier geschifft ohne Ende. Bin auch die paar 100 Meter bis hierher nur nass geworden. Aber jetzt ist wieder alles trocken und gute Nacht, dann geht's alleine weiter.